Als Vocal Coach arbeiten, ist das was für dich? Hast du mit den Gedanken darüber gespielt, als Vocal Coach dich selbstständig zu machen und vielleicht wie ich auch eine Online-Gesangsschule zu erstellen? Ja, dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn heute sprechen wir darüber, was für mich persönlich aus meiner Hinsicht wichtig ist, damit du als Vocal Coach arbeitest, wie der Weg aussehen könnte. Machst du das Ganze online oder vor Ort in deinem Standort? Oder was du eigentlich so dafür brauchst, was du mitbringen musst. Und das schauen wir uns heute mal in diesem Video an. Mein Name ist Tanja Levy. Ich bin zertifizierte Gesangslehrerin, Inhaberin der Tanja Levy Vocal Studio Schule. Wir arbeiten seit Corona komplett online und das auch sehr erfolgreich. Und wir durften schon viele, viele Sängerinnen transformieren in ihrem Gesang, sie unterstützen und stark auf der Bühne zu machen durch fundierte Gesangstechnik. Ich helfe dir, Hashtag stark zu sein auf der Bühne, nicht nur stark da, sondern auch im Alltag, damit du dich da selbstbewusst durchsetzen kannst. Nummer 1, was ich ganz wichtig finde als Vocal Coach. Vocal Coach ist nicht so wirklich ein geschützter Name, finde ich, ist sehr, sehr schwierig. Ich selber habe Schauspiel studiert, Schrägstrich Musical gelernt und habe da eine staatliche Anerkennung bekommen. Das ist schon 12 Jahre her und bin dann durch die Estill-Methodik in das Fach Gesang gegangen. Ich war schon immer Sängerin, ich habe immer so hobbymäßig als Sängerin unterrichtet und damals muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da jetzt zurückschaue, das ist eigentlich fahrlässig. Für dich als Vocal Coach ist eigentlich wichtig, bist du zertifiziert? Hast du eine Ausbildung gemacht, irgendwo ein Studium, eine Fortbildung? Oder arbeitest du nach einer bestimmten Methodik? Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil A, es schützt und hebt dich ab vom Markt. Denn heutzutage kann sich tatsächlich jeder Vocal Coach nennen. Ich finde das sehr, sehr schwierig, denn wir arbeiten hier wirklich mit Muskeln und mit Menschen. Und deswegen muss man schon schauen, mache ich das jetzt hier richtig? Hat das Hand und Fuß? Denn man kann sich verletzen, man kann für Verspannungen sorgen, für Probleme sorgen, für Heiserkeit, Müdigkeit, weil man einfach den Schüler nicht anleiten kann. Wichtig ist also für dich, bist du zertifiziert? Hast du ein Ausbildungsprogramm mal gemacht? Wie lange bist du als Quereinsteiger unterwegs und versuchst da anatomische Kenntnisse zu bekommen? Dazu bieten wir die Vocal Coach Fortbildung an. Du kannst dich bei uns ausbilden lassen zur Sängerin in 3 Monaten 10 Module und dann im Anschluss die Fortbildung als Vocal Coach bei uns machen. Beides wird geprüft und du machst hier auch Hospitationsstunden mit meinen Schülern und mit unseren anderen Coaches. Das Ganze wird dann bei uns zertifiziert. Ich selber habe mich damals für Estill Method entschieden und habe gesagt, ich liebe einfach Anatomie. Ich brauche einfach die Kontrolle, dass ich weiß, was ich hier tue und dass ich verstehe, was ich hier tue. Zum Beispiel für die Zunge gibt es 3 Handzeichen, ne? Dann kannst du unten, Mitte, hoch für die Zunge. Und das ist eine bessere Anforderung neurologisch, um diese Informationen weiterzugeben. Und Estelle hat verschiedene Figures und verschiedene Zeichen. Das hilft ungemein in meinem Unterricht und es hat mich wirklich, ja, ich kann gar nicht ohne Estel. Nummer 2, als Vocal Coach zu arbeiten, bedeutet natürlich auch erstmal, sich klarzumachen, wo sind die Probleme des Schülers. Und da hilft es nur, wenn du wirklich vorher schon irgendeine Foundation hast. Also in unserer, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, in unserer Vocal Coach Fortbildung, unsere Schüler sind richtig klasse. Sie haben vorher die Gesangsausbildung gemacht, dann machen sie die Fortbildung und sie haben tolle, tolle, tolle technische Know-how. Ich bin richtig stolz auf die, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir machen auch mit denen verschiedene Tests, dass sie fremde Leute unterrichten müssen, die sie vorher gar nicht kennen. Weil jeder einzelne Sänger, der zu dir reinkommt, der hat Probleme und du musst Lösungen anbieten können. Du musst in der Lage zu sein, herauszuhören, was macht der? Warum singt er so, wie er singt? Also zum Beispiel kommt jetzt Schülerin Katrin rein. Katrin ist 16 Jahre alt. Und Katrin möchte gern Adele singen, aber sie quetscht und drückt und pusht. Und du musst jetzt herausfinden, was muss sie da jetzt machen? Du musst das heraushören. Und dann musst du ihr dementsprechend natürlich die richtigen Übungen geben. Und da kommen wir natürlich auch jetzt zum nächsten Punkt, und zwar Übungen. Denn für dich als Vocal Coach, A, analysieren und heraushören, was ist das Problem des Schülers, auf ihn eingehen und natürlich auch die richtigen Übungen für den Sänger erstellen, ne? Weil
du kannst nicht alle Übungen für alle machen, sondern jeder der Schüler, der hier reinkommt in meinen Unterricht, ist wahnsinnig individuell. Der hat individuelle Gesangsprobleme, der hat individuelle Fragen und auch individuelle Ziele. Jetzt einer möchte zum Beispiel zu einem Casting-Format und der andere möchte aber nur für sich privat singen. Das heißt, den Plan, den ich erstellen muss für eine Sängerin, die zu einem Casting gehen will, in 3 Monaten, ist ein ganz anderer Arbeitsaufwand als für jemand, der sagt, ich mache das nur für mich und ich habe den Druck dahinter nicht. Weil fürs Casting, da musst du an so viele Sachen denken, da muss der Casting-Song sitzen, Facetten und Effekte müssen reingehen, der Künstleraufbau muss auch da sein, das Mindset muss stark sein, Techniken, die wahrscheinlich nicht vorhanden sind, müssen kurzzeitig gelernt werden. Das heißt, der Arbeitsaufwand ist bei jemand anders und dementsprechend braucht jeder deiner Schüler auch eine spezielle Routine. Deswegen gezielt Übungen raussuchen, denn wenn jemand reinkommt und er ist luftig, kannst du mit ihm nicht Belting oder Bruststimme machen. Das ist genau das Gegenteil und führt nur zu Problemen und zur Heiserkeit. Der nächste Punkt ist, dass du deinen Schüler bis ans Ziel begleitest. Wichtig ist für dich und deinen Schüler herauszufinden, was sind seine Ziele und wohin kannst du auch und möchtest du auch diesen Schüler begleiten. Wohinter stehst du auch? Was ist deine Nische? Das sind auch alles Fragen, die dahin gehören. Aber ganz wichtig ist, wirklich bring die Schüler bis ein bestimmtes Ziel und von dann kann man dann immer weiter aufbauen. Andere Aspekte, die ganz wichtig sind, ist natürlich der pädagogische Teil, weil Gesangsdozenten sind einfach empathisch, ne? Gesangsdozenten, also fast hoffentlich auch alle anderen Dozenten, aber die Aufgabe des Gesangslehrers, des Vocal Coaches ist es, empathisch zu sein. Er muss dich verstehen, er muss auf deine Bedürfnisse eingehen, er möchte dich unterstützen, er ist dein Mentor, er ist dein Cheerleader. Der ist jemand, der dir hilft. In meinem Unterricht, wenn die Sängerinnen reinkommen, ist es meine größte Aufgabe, sie nicht nur an ihr Ziel zu bringen und Ergebnisse zu bekommen, sondern ihr Mindset zu stärken. Das ist ein großes Thema, worüber wir schon viele Jahre sprechen, ist das Thema Mindset. Die Sängerinnen kommen rein und die haben wirklich Probleme im Alltag mit der Stimme und mit ihren Zielen und Träumen und Wünschen. Darauf, das musst du tatsächlich auch abfangen können. Das ist wichtig. Das ist eine tolle Aufgabe, das ist eine dankbare Aufgabe. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Man muss auch nur da verstehen, welcher Schuh drückt jetzt bei der Person. Weil da muss man auch ein Auge für haben, um festzustellen, jetzt kommt die Katrin rein und warum hat sie so ein schlechtes Mindset? Welche Triggers spielen da eine unterbewusste Rolle? Was ist es, was sie erreichen will und was hindert sie daran? Das heißt, da musst du genau auch darauf achten. Aber alles andere ist auch eben der Business-Teil. Also möchtest du online arbeiten, frei und unabhängig sein und dir eine Online-Schule aufbauen, was wir machen. Und das kann ich nur empfehlen. Und ich finde es ganz, ganz toll. Ich bin ganz dankbar dafür, dass wir das alles online machen. Möchtest du einen lokalen Standort? Wie könnte das einfach aussehen? Ist es bei dir in den Räumlichkeiten? Musst du extra Räumlichkeiten anmieten? Und dann kommen natürlich solche Sachen wie Freiberufler-Tätigkeit oder machst du eine kleine Firma auf und so weiter. Ein anderer Punkt ist Social Media und auch da, das ist eine ganz eigene Sparte für sich. Wie baue ich denn eigentlich meine Social Media Präsenz auf? Und ich habe ja ganz erfolgreich 2 YouTube-Kanäle gemacht. Einen englischen Kanal mit 360.000 Subscriber und einen deutschen Kanal mit 30.000 Subscriber, TikTok und Instagram. Und das haben wir alles damals gemacht zu einer Zeit, wo TikTok eigentlich gerade erst am Kommen war und gar nicht Instagram. Instagram kam viel später und TikTok auch. Das heißt, ich bin da wirklich Profi mit diesem ganzen, die YouTube-Welle reiten, verstehen, was ist interessant, was ist nicht interessant, wo ist die Nische und man muss durchhalten. Aber Social Media ist auch mein Fach geworden, weil da muss natürlich dir klar machen, du willst Kunden gewinnen und wie kannst du das am besten machen oder du willst Schüler gewinnen, wie kannst du das am besten machen und das geht heutzutage fast nur noch mit Social Media. Ja, 4 Jahre Business Coaching müssen sich ja auch für irgendwas lohnen. Auch ich, wie gesagt, habe als Sängerin angefangen, dann später Schauspielmusical studiert und habe dann bin als Quereinsteiger als Dozentin gestartet, habe in verschiedenen Produktionen Regie geführt, unterrichtet, an Schulen gearbeitet, Produktionen gemacht, als Sängerin gearbeitet, einen Plattenvertrag bei Universal Music gehabt, war im ZDF Fernsehgarten, bin ausgewandert nach Singapur. Ich habe sehr, sehr viel gemacht, unglaublich
viele Schulen auch in Hamburg bespielt, sage ich mal, Bühnen bespielt und gesungen. Und ich glaube, es gibt keinen Job, den ich irgendwie gefühlt nicht gemacht habe. Nebenbei habe ich auch in der Küche Teller gewaschen, gekellnert habe ich auch nebenbei viele Jahre. Im Catering-Service habe ich gearbeitet. Also ich habe wirklich unglaublich viel gemacht, war dauerhaft broke, hatte gar kein Geld. Und ich wünschte, ich würde wissen, was ich heute weiß. Weil heute weiß ich, du musst auch einfach Businessfrau sein oder Businessmann. Also eins geht ohne das andere nicht. Ja, mehr zu meiner Gesangsreise findet ihr natürlich unter YouTube. Hier meine Stories und meine harten Fakten und Stories. Aber ich bin auch immer radikal ehrlich auf Instagram. Also auf Instagram bin ich radikal ehrlich. Hau alles raus, erzähl immer. Und bin wirklich auch manchmal hart. Ne? Aber ich habe das Gefühl, wir müssen Ansagen machen. Wir müssen wirklich ehrlich zueinander sein und gucken, ne, wie kann man sich gegenseitig auch helfen, und dann bringt es nichts, wenn man drum herum redet. Wenn dich dieses Thema interessiert, gehe ich natürlich noch mehr drauf ein. Schreib mal einfach unten rein in die Kommentare, damit ich einfach weiß, interessiert dich dieses Thema, soll ich ein paar mehr Videos machen mit mehr inhaltlichen Tipps zum Vocal Coach werden? Schreib mal unten rein in die Kommentare. Ansonsten haben wir jetzt diese zwei Videos für dich, die sind super cool. Auch da lernst du wieder was, damit du Kontrolle über dein Stimminstrument bekommst, denn nichts ist schlimmer als keine Kontrolle haben, sagte ich als Control Freak, ja? Because I know how that feels. I know. Und wenn ich so die Augen jetzt noch so dreimal so mache, poppen sie mir raus.